Die ersten Schritte in einer fremden Stadt sind immer etwas unsicher. Und wenn man auch als Berliner ein geübter Pflastertreter ist, an der Isar sieht doch alles ganz anders aus. Wo sind wir hier denn eigentlich? Aha, der Marienplatz. Aber jetzt müssen wir erst einmal sehen, wie es weitergeht. Ob wohl jemand stehen bleibt und hilft? Nee, Großstädter haben es immer eilig. Sie haben nur Zeit, wenn es etwas zu sehen gibt. Wenn vom Rathausturm um 11 das Glockenspiel erklingt und die Figuren aus ihrem 24-stündigen Schlaf erwachen, dann haben auf einmal alle Passanten viel Zeit. Ganz gleich, ob es Gäste der Stadt oder eingefleischte Münchner sind. Unheimlich geschäftig geht es dafür auf dem Viktualienmarkt ein paar hundert Meter weiter zu. Wenn auch das Stimmengewirr für den Besucher von der Spree etwas verworren klingt, das Bild der Marktfrauen und Käufer, ihre Gestik und die ganze Atmosphäre sind ihm von Berliner Märkten wohl vertraut. Die Berliner sind so leicht nicht zu beeindrucken, wem sage ich das? Aber die großartige Kulisse der Münchner Innenstadt mit ihren vielen historischen Bauten, das ist was, das er von zu Hause nicht mehr kennt. Was ist schon das eben restaurierte Charlottenburger Schloss gegen die vielen traditionsreichen Gebäude, die hier auf engstem Raum beieinander stehen? Gut gebrüllt, bayerischer Löwe. In der Eile des historisch getreuen Wiederaufbaus haben die Stadtplaner in München den Verkehr aber offensichtlich als Stiefkind behandelt. Autofahrer, kommst du nach München, parke am Stadtrand und nimm dir ein Taxi, ein guter Rat. Ein Parkplatz in der Innenstadt ist fast so ein Glücksfall wie ein Lotteriegewinn. Schilderlandschaftsstraße müsste es hier eigentlich heißen. Man hat fast den Eindruck, als ob es in München mehr Verkehrsschilder als Einwohner gibt. Was es an Verkehrsschildern zu viel gibt, findet man an Straßenschildern zu wenig. Und wenn ein Straßenschild vorhanden ist, versteckt es sich an einer Hausmauer. Der Straßenverkehr ist eine schwungvolle Angelegenheit, solange er von Hand geregelt wird. Wenn man aber an die Ampeln kommt, hat man leider das Gefühl, dass es statt der üblichen grünen Welle hier eine rote Welle gibt. Dafür haben die Münchner aber am Stadtrand grünes Licht. Wo wir Berliner vor einem Schlagbaum oder einem Stacheldrahtverhau Halt machen müssen, ist für die hiesigen Autofahrer freie Fahrt. Zu den ersten Eindrücken bei einem Besuch in der Isar-Metropole gehört die Feststellung, München ist eine Stadt der Jugend, nicht nur in der Nähe der Universität. Junge Menschen beherrschen hier schlechthin das Bild der Stadt. Dass in dieser Stadt allerdings so wenig Menschen im Dirndl oder in Lederhosen rumlaufen, ist eine Enttäuschung für den Besucher. Trifft man in München wirklich jemanden in Landestracht, so ist er ziemlich sicher nicht aus der Stadt. Keine Enttäuschung ist dafür ein Besuch in Schwabing. Dieser Ortsteil, der den Ruf des Montmartre von München hat, birgt viele Überraschungen, wenn man nicht die üblichen Touristenpfade wandelt. Nicht nur die jungen Maler, die abends bei Kerzenschein am Bürgersteig ihre gesammelten Werke zeigen, bestimmen diese eigenwillige Atmosphäre. Hierzu gehören auch einige Lokale, deren Namen bei den Eingeweihten guten Klang haben, den Besucher allerdings kaum zu hören bekommen. In Mutti Breus Stube kennt Mutti jeden ihrer Gäste. Und sie ist nicht nur freigebig mit einem Bussal in Ehren, sondern auch mit einer Wurstsuppe und einem Stück Brot für ihre hungrigen Kinder. Wer allerdings zu Mutti kommt, muss auf Musik verzichten. Hier sitzt man nur, um sich zu unterhalten, zu diskutieren und natürlich zu trinken. Etwas lebhafter ist es dafür allerdings bei Thea. Aber genau wie bei Mutti trifft man höchst selten einen Fremden. Wenn hier auch die Musicbox ohne Unterbrechung dudelt und ein babylonisches Stimmengewirr herrscht, die meist sehr verqualmte Luft enthält den gewissen Schuss echter Schwabinger Atmosphäre. Hat man als Berliner auch sonst wenig von München gehört? Das Hofbräuhaus ist an der Spree ein fest umrissener Begriff. Noch dazu, und das werden die meisten Münchner nicht wissen, wo doch das Lied vom Hofbräuhaus von einem Berliner stammt. Ein Besuch im Hofbräuhaus ist darum Ehrensache.
Kein Wunder eigentlich, dass die Berliner dieses Wahrzeichen Münchner Lebens kennenlernen wollen. An der Spree liebt man das kleine Helle, genauso wie an der Isar seine Moors. Deshalb ein Prost.